Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video reden wir über den aktuellen Stand der Dinge, also nicht was der Stand der Dinge im Spiel ist, sondern über das, was Kabam geplant hat. Und die hatten dazu eine PDF zur Verfügung gestellt, also den Content Creator wurde eine PDF zur Verfügung gestellt mit ein paar Informationen, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll, was angekündigt wird. Wir durften diese PDF nicht zeigen oder wir dürfen die PDF nicht zeigen, aber wir dürfen die Informationen aus der PDF verwenden. Das hat, ich glaube, den Hintergrund wegen den Formulierungen und dass sich Leute da immer drauf festnageln, was genau da geschrieben wird und so können wir das einfach selber ein bisschen interpretieren. Ist wahrscheinlich besser so. Jetzt ist nur die Sache, also eigentlich war geplant, dass es für heute Abend um 9 Uhr, dass da jeder sein Video veröffentlichen darf. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das Video heute Nachmittag. Kann ich es heute Abend veröffentlichen. Jetzt hat irgendjemand aus dem Content Creator Program die PDF an KT1 geleakt oder zumindest einige Punkte an KT1 geleakt. Der hat dann ein Video dazu gemacht. Jetzt ist natürlich zum einen ist das Drama groß verständlich. Ich meine, da geht's. Upsala. Da geht es um einen großen Vertrauensbruch zwischen den Entwicklern und den Spielern. Wir müssen ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben, also quasi ein Dokument, mit dem wir sagen, dass wir Sachen, die im Rahmen des Content Creator Programms besprochen werden, nicht weitergeben, es sei denn, wir haben die Informationen. Wir dürfen auch keine Screenshots aus dem Discord nehmen. Ich hoffe, dass der Regen nicht zu laut ist. Hier geht es gerade voll steil draußen. Wie gesagt, wir dürfen auch keine Screenshots aus dem Discord nehmen und auch die Aussagen, die im Discord getroffen werden, nicht zitieren. Das hat einfach den Grund, dass es schwierig ist, solche Sachen ohne Kontext zu verstehen und dass man da ganz schnell ganz viel Ärger damit verursachen kann. Und jetzt ist es eben so, dass es geleakt wurde. Daher wurde jetzt auch das Embargo aufgehoben. Wir können unsere Videos veröffentlichen. Ich habe mich entschieden, dass ich das jetzt einfach das Video mache, das Video online stelle und dann können wir da in den Kommentaren drüber sprechen. Es ist heute ein Video hauptsächlich zum Zuhören, wenig zum Zuschauen. Ich habe überlegt, wie ich es am einfachsten mache und am übersichtlichsten. Aber wenn ich jetzt ein Hintergrundbild mache und dann die Texte da davor stelle und nur Schlagworte hinschreibe, ist auch doof. Deswegen dürft ihr einfach meine Datei anschauen, wie ich mir das zusammengeschrieben habe, wie ich mir aufgeschrieben habe, was Phase ist. Also ich habe hier, im Prinzip habe ich die zur Verfügung gestellte Datei übersetzt und einfach ein paar von meinen eigenen Sachen mit dazu geschrieben. Mir geht es halt auch darum, warum kommt das Ganze jetzt? Es ist ein kontroverser Zeitpunkt im Spiel. Es gibt viel Kritik und viel positives und negatives Feedback. Also so viel wie die letzten Wochen wurde noch nie im Discord geschrieben. Es ist der absolute Hammer, wie viel Feedback da für verschiedene Bereiche kommt. Auch die Kommunikation mit den Entwicklern ist wirklich der absolute Wahnsinn momentan. Ich halte mich da sehr zurück. Ich schmeiß ab und zu meine Meinungen mit rein. Das Problem ist, dass die meisten diskutieren, wenn ich schlafe. Und dann mache ich am nächsten Morgen auf und habe 200 Nachrichten in Discord. Dann scroll ich da so ein bisschen durch. Schau mir die Sachen an, vor allem jetzt auch die Kommentare dann von Kabam zu den Ideen der Spieler. Es sind sehr viele Ideen, die damit in den Raum geworfen werden. Einige davon werden aufgegriffen, einige nicht. Man kann ja nicht alles haben. Ich glaube, dass der Breaking Point der ganzen Sache eben die Akt 7 Beta war. Da gab es ja ganz, ganz schönen Stunk. Da war dann wirklich Ende Gelände. Und dass sie jetzt basierend auf dem Feedback sich einfach in eine neue Richtung orientieren müssen. Und dafür war eben auch dann waren die Gespräche, die wir also wir als Spieler und wir als Content Creator mit den Entwicklern führen konnten, natürlich super. Die Roadmap oder wie ich es genannt habe, Stand der Dinge, wie es aktuell, also das habe ich die Datei genannt, soll so ein bisschen die Pläne der Entwickler, das Spiel in eine richtige und eine gute Richtung zu bringen, darlegen. Es geht auch vor allem um die Langlebigkeit des Spiels. Wir haben ja keine Lust, dass das Spiel nächste Woche vorbei ist oder in einem Jahr oder in zwei. Am besten soll es für immer laufen. Es wäre der Traum, ist ja echt so. Aus dem Grund gibt es eben diese Roadmap und es gibt dann eben gestaffelt in verschiedene Blogposts die verschiedenen Aspekte im Spiel. Das sind insgesamt vier Themen, die wir jetzt kurz durchsprechen. Und die werden dann nacheinander veröffentlicht von den Entwicklern. Die Posts selber haben wir auch nicht. Also alles, was ich euch jetzt sage,
sind die Informationen, die ich erhalten habe oder die wir erhalten haben. Wir bekommen die Blogposts nicht im Vorfeld. Wir erfahren das auch erst, wenn es live geht. Vielleicht bekommen wir es ein bisschen früher, aber aktuell ist das alles, was wir an Infos haben. Also am 23. Juni, das wäre nächste Woche Dienstag, geht es in dem Blogpost um die Quests, also um die Missionen im Spiel. Es gibt einfach ein paar Einblicke, wie sich der Story-Content entwickeln wird. Es ist ja so, dass wir quasi in Buch 2, Kapitel 1, also quasi Akt 7, sind. Wie schon angesprochen, da mussten sie sich umorientieren, da die Akt 7-Beta eine absolute Katastrophe war. Da erfahren wir so ein bisschen, was in die Richtung kommt. Es gibt wohl Anpassungen zu Akt 6, da wurde jetzt nicht viel drüber gesprochen. Die Angriffswertung soll überarbeitet werden oder entfernt oder keine Ahnung. Es ist momentan ja echt so, dass wenn man gerade in 6.4 ein paar Schläge blockt, dann ist man halt K.O. Dann war es das halt. Und der Champion-Kampf, über den ganz viel diskutiert wurde in dem Sturm der Superhelden Stammtischrunde oder keine Ahnung, wie man es nennen will, im letzten Gespräch mit den anderen Content-Creatoren, wurde sehr viel da über den Champion-Kampf diskutiert. Der soll wohl überarbeitet werden. Das ist, wie gesagt, die Menge an Informationen, die wir erhalten haben. Es gibt erste Einblicke in Variante 5. Das wird die nächste Variante, die kommt. Da freue ich mich mega drauf. Variante ist mit Abstand mein liebster Spielmodus, abgesehen von den Übergriffen vielleicht. Aber vom Solo-Content ist das definitiv das Beste. Die Kavalier-Schwierigkeitsstufe wird angesprochen. Vielleicht, hoffentlich, wird auf die Belohnungen eingegangen. Das ist ein ganz großes Thema, das wir im Discord führen, die Diskussion um die Belohnungen. Generell sollen die Belohnungen angepasst werden. Wir hatten ja schon mit Abgrund der Legenden, da wurde ja schon angepasst nachträglich. Das wird vielleicht mit anderen Modi auch passieren. Ich hoffe, dass sie nicht zu viel nachträglich ändern. Das ist immer unglaublich schwierig. Aber die Belohnungen von anderen Spielmodi könnte man durchaus mal überarbeiten. Es gibt neue Soundtracks für Akt 7. Ich bin mir nicht sicher, ob die dann nur in Akt 7 bzw. in Buch 2 Kapitel 1 aktiv sind. Es soll wohl zwei Stück geben, also zwei neue, einen während dem Kampf und einen außerhalb vom Kampf. Ich habe den Ton immer aus. Ich kann, also ich könnte nicht, ich hab keine Ahnung, wenn man mir das vorspielen würde. Okay, das ist ein bisschen nervig, kann man das ausmachen? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel für einen Sound hat. Hab den Ton nie an. Und es wird weitere Endgegner-Andränge geben. Also so Boss Rush-Herausforderungen und andere Herausforderungen. Die sind immer super cool, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ist mega cooler Content. Am 25. Juni wird über das Thema Allianzen gesprochen. Es wird neue Allianz-Tools geben, also Verbesserungen für die Offices. Soll wohl so sein, dass man Kampfgruppen einteilen kann, das heißt, dass Leute nicht aus Versehen der falschen Kampfgruppe beitreten kann, dass man Pfade festlegen kann. Ich weiß nicht, ob die dann festgelegt sind oder ob die nur markiert sind, und dass man die Verteidiger leichter festlegen kann pro Spieler, dass es nicht mehr so ein Drama ist, wie es momentan ist. Es wird eine neue Karte für den Krieg geben, neue Knoten, neue Verteidigertaktiken und die Belohnungen werden überarbeitet, definitiv notwendig. Und generell Infos, was die Zukunft vom Allianzkrieg angeht. Der Allianzkrieg ist auch gerade sehr diskutiert oder sehr viel diskutiert, weil es ein Spielmodus ist, der je nach Stufe unglaublich anstrengend sein kann, der sehr viel Druck auf die Spieler ausübt, weil sie ja eben die Leistung bringen müssen, der Ressourcen frisst, weil man Heilseher und Zeug kaufen muss, weil man die Boosts einsetzen muss und vor allem, weil die großen Boosts, also die ich glaube, 6 Stunden halten die oder so, die großen Boosts und die großen Heilseher, also die ganz neuen, nur für Einheiten zu kaufen sind. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen doof. Dann haben wir das Thema Allianzmissionen. Da gibt es wohl ein Rebalance, was die Timer, die Energie und die Knoten angeht. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Haben wir auch sehr viel diskutiert. Ich denke nicht, dass es 30-Minuten-Timer werden, aber vielleicht waren es 30-Minuten-Timer, keine Ahnung. Vielleicht wird das Energie-Cap erhöht, vielleicht startet man mit mehr Energie, vielleicht werden ein paar Knoten rauskommen. Dann müssen wir mal schauen. Ich spiele Karte 5, das ist relativ entspannt. Da ist auch mit Energie und so nicht so stressig. Und so viele verknüpfte Knoten, die man unbedingt legen muss, gibt es da auch nicht. Das ist, glaube ich, eher für Karte 6 und Karte 7, wo das tatsächlich interessant ist. Und auch für die Zukunft der Allianzmissionen. Es gibt ja immer wieder so Seasons in den Allianzmissionen. Wird darüber berichtet, was da passieren
wird und das Hilfesystem überarbeitet. Es soll wohl endlich den allen helfen Button geben. Endlich Ende mit viermal helfen. Spammt man sich nicht mehr da zu Tode. Ich glaube nicht, dass die Server das mitmachen. Sind wir mal gespannt, was da passiert. Wahrscheinlich kommt das Feature ins Spiel. Man drückt einmal drauf und dann ist erstmal Ende Gelände. Am 29. Juni wird über die Champions gesprochen. Das ist natürlich der beste Post überhaupt. Bin ich richtig gespannt. Es gibt Infos über zukünftige Champions, also nicht über die Champions, die kommen, sondern was die Designgedanken hinter den zukünftig zu designenden Champions sind. So habe ich das zumindest verstanden. Es wird auch über die Buffs gesprochen. Wir müssen jetzt hier kurz unterscheiden zwischen Buffs und Reworks. Wir hatten die Diskussion im Discord auch. Also wenn ein Champion komplett überarbeitet wird, dann ist es ein Rework. Und wenn ein Champion nur leicht gebufft wird, dann ist es ein Buff. Also wenn einfach nur ein paar Fähigkeiten hinzugefügt werden. Was man als Beispiel nehmen kann, ist Gamora war ein Buff. Die hat einfach nur ein paar neue Fähigkeiten bekommen und die existierenden Fähigkeiten wurden verbessert. Sowas wie Colossus, das ist ein Rework oder das, was mit Hulkbuster jetzt passiert, das braucht deutlich mehr Zeit. Es geht eher in Richtung, dass alte Champions oder ältere Champions und generell Champions, die einfach unterm, also wir haben hier die Linie, das ist der Durchschnittschampion, alles, was drunter liegt, muss gebufft werden. Und da soll es mehrere davon geben, zwar bis zu zwei pro Monat. Ich bin mal gespannt, das ist ein sehr, sehr, sehr optimistisches Ziel. Aber wir werden sehen, es gibt viele Champions, die mit kleinen Buffs wahrscheinlich gut wären. Ich hoffe, dass Civil Warrior dabei ist. Civil Warrior hätte an sich ein gutes Kit. Muss nur mehr Schaden machen, der gute Kerl. Und dann gibt es ein Magneto-Rework. Und ich kann nicht schreiben, deswegen steht hier Magento. Magneto-Rework. Also der bekommt tatsächlich ein Rework. Der wird überarbeitet. Der wird der beste Champion im Spiel. Einfach nur, weil ich eine 6-Sterne-Champion habe und ich dann. Der kommt auf Rang 2. Sowas von. Dann gab es so einen Hinweis auf 5-Sterne-Champions, die aktuell noch nicht im 5-Sterne-Pool sind, dass die wohl kommen werden. Da hätten wir zum Beispiel Wolverine und Scarlet Witch. Das ist nicht bestätigt. Es steht nicht dran, Scarlet Witch kommt als 5-Sterne-Champion, aber ich interpretiere das so und ich bin enttäuscht, wenn es nicht so ist. Gut, und ich hätte unglaublich gerne einen 6-Sterne-Wolverine. Scheiß auf die 5-Sterne-Version. Ich will einen 6-Sterne-Wolverine. Das ist ein mega guter Champion. Dann bekommen wir einen Teaser, welche Champions tatsächlich als nächstes kommen. Ja, schauen wir halt mal. Dann gibt es Updates zu den Kristallen. Es soll wohl neue Kristalle geben. Es werden alte Kristalle überarbeitet. Es gibt Unmengen an Kristallen. An Kristallen. Kristalle. Unmengen. Es gibt ganz viele Kristalle in diesem Spiel, die nicht wert sind, dass man sie öffnet. Wirklich, es gibt so viel Müll, Zeug, das einfach nur rumliegt, das kein Mensch braucht. Die man auch gar nicht aufmachen will, weil nur Müll rauskommt, der dann rumliegt, die man dann auch nicht braucht. Also, ich hoffe, dass da ein paar Sachen hier aktualisiert werden und mehr Kontrolle natürlich im Sinne von, wir haben 170 Champions im Spiel. Kann nicht sein, dass ich einen Kristall aufmache, wo einer von 170 Champions drin sein kann. Das ist sehr enttäuschend, braucht man nicht. Das Thema Signatursteine kommt immer wieder auf. Ist ein interessantes Thema, weil ich persönlich kein Problem mit den Signatursteinen habe, weil mir mein Prestige herzlich egal ist. Aber für Spieler, die denen Prestige tatsächlich wichtig ist, sind Signatursteine natürlich enorm, enorm wichtig. Es soll mehr geben und es soll besser an, dass man besser an die rankommt. Wie das funktioniert, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Dann, genau, und dann haben wir noch die Duellziele. Das ist jetzt schon im Spiel live. Das kann man jetzt schon machen. Einfach den Namen vom Champion in die Suche eingeben. Boom, kommt ein Profil mit den Champions in verschiedenen Variationen. Kann man duellieren und dann quasi den Champion trainieren. Das ist super praktisch, wenn ihr im Krieg gegen einen Champion spielt, gegen den ihr nicht so oft kämpft, könnt ihr einfach die Superkräfte ein bisschen üben. Ich habe das ganz viel gemacht für den Champion, also der Champion, bevor ich in 6.2 6.2 ist, ja, ich glaube 6.2 ist. Bevor ich gegen den kämpfte, habe ich so oft gegen, also den einfach duelliert, dass ich einfach die Superkräfte üben kann, wie ich den am besten ausweiche, ohne dass ich direkt ins
Gesicht bekommen, aber trotzdem halt mit Geschick ausweichen kann. Also ist definitiv ziemlich cool, dass es sowas gibt. Muss man nicht mehr so ärgerlich ewig lang rumsuchen. Und dann haben wir noch einen Post am 1. Juli. Das ist ein Blick in die Zukunft, was die Entwickler sich vorgestellt haben, was sie erwarten, was passieren wird. Wir haben zum einen mal ganz viele Quality of Life Änderungen. Das sind kleine Updates, die uns das Leben erleichtern sollen. Sowas wie allen helfen zum Beispiel, das fällt für mich unter Quality of Life oder andere Sachen. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Da gibt es ganz viele Sachen, da könnten wir jetzt wahrscheinlich allein eine Stunde darüber sprechen. Machen wir aber jetzt nicht. Dann soll die Arena verbessert werden, also bessere KI im Sinne von besser für den Spieler, einfach aggressiv. Die soll einfach mal eine Superkraft einsetzen, die Gegner in der Arena. Da wäre schon viel geholfen. Und weniger Zwischenbildschirme. Das heißt, man muss weniger rumtippen oder rumdrücken. Bin mal gespannt, weil ich finde, wir haben schon relativ wenig. Das war früher deutlich schlimmer, aber es geht immer besser. Das ist einfach eine Sache. Kann man immer dran arbeiten. Es gibt Infos über die Zukunft der Übergriffe. Übergriffe, wie gesagt, ist mein absoluter Lieblingsspielmodus. Beste, was jemals kam. Beste, wo gibt, definitiv. Spiele ich unglaublich gern, macht mir richtig viel Spaß und ich hoffe, dass da coole Sachen kommen. Dann gibt es ein Social Progression System. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber es soll schon irgendwie sowas für die Allianz. Vielleicht je länger man in der Allianz ist, desto mehr Belohnungen kann man bekommen oder keine Ahnung, was sie sich da vorgestellt haben. Vielleicht gibt es auch eine Währung, sowas wie Treue und dann einen neuen Shop. Ich hoffe nicht. Wir haben eh schon viel zu, oder wir haben ausreichend viele Währungen im Spiel. Wir sollen den Treue-Shop überarbeiten, der ist eh komplett unnütz. Hat er nicht gesagt, hat er doch gesagt. Ja. Dann gibt es Teaser für neue Ingame-Mechaniken, was das Gameplay angeht. Bin mal gespannt, ob da irgendwas Cooles bei rumkommt. Es ist natürlich schwierig in einem Spiel, das aus Blocken, Ausweichen, Zuschlagen besteht, da irgendwelche verrückten Ingame-Mechaniken reinzubringen. Vielleicht kommt tatsächlich die vierte Superkraft, wer weiß? Nein, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Dann gibt es eine Sneak Peek neuer Spielmodi. Es wird nichts vorgestellt, sondern eher so in die Richtungen, in die die Entwickler überlegt haben. Wahrscheinlich sind das so Sachen, so wir haben mal überlegt, ob wir XY machen sollten, was würdet ihr da davon halten? Und dann basierend auf dem Feedback waren die Sachen weiterentwickelt oder auch nicht. Bin mal gespannt, könnten coole Sachen dabei sein. Ich habe null Plan, ich bin super unkreativ, könnt euch jetzt nicht sagen, was ich gerne im Spiel hätte. Also außer, dass ich Incursions alleine oder Übergriffe alleine spielen kann. Das wäre cool. Aber es macht schon irgendwie auch echt Spaß. Ich meine, ich spiele immer, ich habe seit es die Übergriffe gibt, noch nie mit irgendeinem zufälligen Mitspieler gespielt. Das stresst mich zu arg. Ich spiele die immer mit Alasor, kennt ihr aus dem letzten Video. Wir machen das eigentlich ganz gut. Und wir pushen auch zusammen und das macht super viel Spaß. Von dem her, wie gesagt, bester Spielmodus. Genau. Und dann gab es noch einen Punkt, der hieß Content Commitment. Was genau das sein soll, weiß ich nicht. Ich glaube, da geht es eher darum, dass die Entwickler sagen, dass sie hinter dem Spiel stehen, dass sie hinter uns Spielern stehen, dass sie das Beste überhaupt für uns wollen und für das Spiel. Ich glaube tatsächlich, dass die das so machen. Also jetzt mal ganz kurz nur das alles. Also es ist super geil, muss ganz ehrlich sagen, die Roadmap ist mega. Ich freue mich richtig drauf. Wir werden über jeden Blogpost natürlich sprechen, über die Dinge dann, was da ausführlich erwähnt wurde. Und die Entwickler haben da auch richtig Bock drauf. Das merkt man schon. Das ist nicht so, dass Kabam euch was Böses will. Wirklich nicht. Also das darf man so nicht sehen. Auch wenn Content schwer ist oder wenn Entscheidungen gefällt werden, die nicht populär sind. Die machen das nicht, um irgendjemand zu ärgern. Der Plan ist schon, dass das Spiel so lange wie möglich lebt. Das hat zum einen den Grund, weil man dann so viel Geld wie möglich verdienen kann. Natürlich ist es ein Unternehmen, aber die Entwickler selber wollen natürlich auch, dass möglichst viele Spieler Spaß an dem Spiel haben. Und ich glaube schon, dass es als Entwickler ziemlich cool ist, wenn man einen Spielmodus hat, zum Beispiel jetzt die Übergriffe, wenn man da maßgeblich dran beteiligt war, das zu entwickeln und dann das Ganze positiv aufgenommen wird. Das ist schon eine coole Sache von dem her. Ich glaube schon, also ich bin der Meinung, dass die Entwickler ihr Bestes tun, dass sie auch nicht alles machen können, was sie wollen. Da sind auch noch andere Einflüsse mit dabei, was sie dürfen und so. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein mit der ganzen Kritik, die da immer in den Raum geworfen wird und von wegen, das sind alles nur geldgeile Säcke. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Insgesamt, wie gesagt, das sieht mega gut aus. Es gibt viele Punkte, die man momentan ansprechen sollte. Stimmt, der Superhelden hat halt das Problem, dass
dass es ein altes Spiel ist im Verhältnis zu anderen Spielen. Es ist ein Spiel, das einfach mittlerweile seit, tja, und jetzt kommt es raus, 6, 7 Jahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz schön lang gibt es das schon und es ist halt schon auch dann schwierig mit neueren Spielen zu konkurrieren. Der Mobile Gaming Markt hat sich extrem entwickelt und wenn man dann ein Spiel hat, das halt noch, ich sage jetzt mal, Altlasten trägt im Sinne von den ersten Champions, die rauskamen, deren Fähigkeitenbeschreibung halt 4 Sätze waren. Und mit solchen Champions kann man, wenn man 170 davon hätten, wäre es ja super langweilig. Klar brauchen wir Champions, die mehr können und Content, der herausfordernder wird und auch umfangreicher und so. Also es ist unglaublich schwierig, das da irgendwie die Balance zu finden. Ich bin wirklich gespannt auf jeden von den Punkten. Ja, wahrscheinlich auf die letzten am wenigsten, aber weil ich mir am wenigsten drunter vorstellen kann. Aber hier die neuen Schwierigkeitsstufen, hier die Allianzmission, Endtimer und so. Vielleicht werden die Timer für Karte 6 verändert und ich kann Karte 6 spielen. Wäre super cool. Was geht mit den Champions ab? Wann bekommt Magneto seinen Rework? Und hoffentlich ist es nicht der Weiße, sondern der Rote. Sonst kriege ich vermutlich einen Raster. Müssen wir mal schauen. Also, wie gesagt, ich bin super happy damit. Ich freue mich richtig auf die Posts und wir werden da definitiv drüber sprechen. Ich habe da viel dazu zu sagen. Und das sind Sachen, da kann ich einfach reden und ihr könnt vielleicht zuhören, vielleicht auch nicht. Und jetzt bin ich fertig. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, Leute.